Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ocean Horn 2 für, ja, gar nicht für die Switch, wie ich beim letzten Mal gesagt habe, sondern natürlich fürs iPad. So, wir befinden uns in dieser Höhle, die wir runtergeklettert sind, direkt Pirta. Wir wissen ja, dass Eisenklaue sozusagen entführt wurde oder verschleppt, man weiß es nicht. Entweder das Fieber macht mir was vor oder die Karte hatte recht. Der Schatz liegt in diesen Ruinen versteckt. Ich bin mir ganz sicher. Es gibt einen versteckten Tunnel hinter der östlichen Mauer. Endlich habe ich Verwendung für den alten Sprengstoff, den ich mir herumschleppe. Jones. Ja, und wir versuchen ihn jetzt zu finden. Wir werden ihn auch finden. Oh, hier ist auch eine Muni. Komm, wir gehen mal weiter. Ganz interessant, wie er sagt, ja cool, was ist das denn hier? Oh, ja, da war noch was. Oh. Ja, man muss sich nicht alles holen hier. Aber so ein paar Sachen. Wenn man schon mal unterwegs ist, kann man es auch mitnehmen. Irgendwie ein Weg da. So. Kann ich hochklettern? Ja, okay. Brauchen wir nicht. Aber da kann man hochklettern. Kann man auf jeden Fall wieder zurückkommen. Mit einer Bombe. That's one big boulder. From the looks of it, someone blew up the wall and got a nasty surprise for his trouble. Oh, war auch nicht ganz nach Plan gelaufen hier. Oh, unser Eis, haben wir ein paar Eisdinger wieder. Wie klettern wir hier hoch? Oh. I'm sorry. I can't go on. Warum nicht? Jetzt, okay. Warum war das denn gerade? Das ist eine fette Truhe, aber auch irgendwie so ein... wie eine Eule oder sowas. Wir gehen da mal hin. Bewegt sich ja nicht, also ist es vielleicht tot. Oh oh. Oh oh. Eine Eule, oder? Du hast einen Enterhaken gefunden. Das ist ein altes Ovo-Artefakt, mit dem man leicht durch den Dschungel reisen kann. Wenn du ihn als Objekt ausrüstest, zeigt dir die blauen Indikatoren die Stellen, an denen du den Enterhaken verwenden kannst. Verwende ihn mit der Objektschaltfläche. Cool. Zeig mir das hier schon an. Ach, warte, zeig mir das schon an. Von drüben. Ja, das ist doch cool. Wie komme ich runter? Ah, okay. Ja, das ist ja wirklich nice. Der Enterhaken kennt man natürlich, ne? Ancient Auru artifact. Look around and see if there's something you can test it on. Come, let us go back. We need to find Ambassador Iron Talon and the Emblem of Earth. Na gut, wo das Ding gefunden haben. Those crooks must have a hideout somewhere out there in the jungle. Geil, jetzt können wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Cool. Warte. Kann natürlich schnell reisen, das stimmt. Da oben ist noch eine Truhe. Geil. Du findest voller Münzen. Die können wir mal gebrauchen. Runter,
nice, das Ding. Wird ziemlich cool. Lässig. Cool. Endlich mal was Nützliches gefunden hier. Und hoch geht's. Gut. Aber schön, dass wir rüberziehen irgendwie. Oder auch nicht. Take it easy, Kaktos. Whether it'll help, judging by the canned food, it must have belonged to some Arcadian adventurer. Wir können uns da irgendwie rein manövrieren. Da drin ist er ja auf jeden Fall. Oh, da können wir runterfallen. Ist auch da ein Weg durch. Oh, warte mal. Ah. Kaktos. Das ist natürlich cool, an die Gegner ran zu zoomen. Okay. Okay. Aber trotzdem wissen wir noch nicht, wieder hinkommen, wo wir hinwollen. Nein? Wir müssen auf jeden Fall den ganzen Weg da wieder zurück, glaube ich. Ich weiß es auch nicht, aber das hier war nur ein kleiner Ausflug an die Seite. Kann ich da hochklettern jetzt? Kann ich nicht, ne? Nee, das geht nicht. Gut, wir müssen mal gucken, wo wir jetzt hier irgendwie weiterkommen. Gehen wir aus dem Weg? Danke. Mal hier einen Weg irgendwo reingeben. Von hier aus, oder? Doch nicht. Stop hiding, Tetraod. Mist. Wo genau hinkommen, weiß ich auch nicht, ey. Also ich mache eine Eisscholle, klar. Oder was? Müssen wir den ganzen Weg wieder. Oh, dann müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Hier ist doch da an irgendwie, oder? Hoch irgendwo. Ach, warte mal, ich hab ein D. Wartet mal, wartet mal. Vielleicht kann man sich hier an den Seiten von hier hinten rum hoch irgendwo. Da kommen wir bestimmt irgendwo hoch, pass auf. Oh, schade. Kann ich auf jeden Fall nicht von so einem runter hauen. Vielleicht von der Seite. Ah, da, guck mal. Das ist nicht gerecht, dass ich aber mal auftauche, was? So, oh, ist hier eine Truhe drin. Eine Holzstatue, 20 Münzen, okay. Mal gucken wir hier über die Höhle rein. Oh. Ja, mal aber schon aufpassen hier, du. Ach, guck mal, Hochfahrthöhle. Das ist bestimmt der Weg, den wir gehen müssten, müssen. Der Haken ist cool. Ja, besser als das Schild irgendwie.
Dann gehen wir hier weiter. Wir jetzt mal nicht alles ein, damit wir auch ein bisschen vorankommen. Da kann ich dann laufen. Okay, ich dachte, es wäre tief. Ist es gar nicht. Dann gehen wir hier hoch. Rüber. Da kommen wir noch nicht rein, weil da ist nichts. Wie clever ich bin. Oh, hier ist ein Schalter. Oh, oh. Hm? Ach, da muss jemand stehen bleiben. Okay, 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 okay. Pass auf. Chad! So, er bleibt da drauf stehen. Wir gehen mal hin und gucken, was wir machen müssen. Wir müssen abschießen, oder? Nein, ist er runtergegangen. Ich habe Jen gerufen, ich Depp. Oh Mann. War ich nicht mal mein Verlangen. So, warte mal. Jen! Dann geh nochmal auf Gewichtknopf. Ja. Machst du Spitze, Jen. So, also gucken. Guck mal da. Mal darüber jetzt. Nein. So. Ah. Jen. Und Jen mal wieder zu uns holen. Wenn er es schafft, hierher zu kommen. Wow. Runterfallen. Ach, da ist Jen schon wieder. Der ist doch relativ flott, der Jen. Man könnte meinen, da kommt immer irgendwas, ne? Er bleibt einfach so stehen. Jetzt geht er wieder raus. Jetzt kommen wir wahrscheinlich in den Wald rein. Tiefer-Dschungel, okay. Da geht's rüber. Okay. Oder so, ohne die Kralle würde man das Ganze ja gar nicht schaffen, wenn wir die gefunden haben. Wenn wir da noch reinkommen irgendwie. Schlüssel haben wir dafür. Ist das Schlüssel zur Truhe im hohen Nest? Ist es wahrscheinlich nicht. Aber welcher Schlüssel kann das sein? Der Schlüssel zu heiligen Gründen wird im unterirdischen Komplex unter dem Waldschreinpyramide aufbewahrt. Haben wir nicht, ne? Scheiße, unter der Waldpyramide. Wo ist denn diese scheiß Waldpyramide? Da hinten, in andere Richtung. Okay. Aber wo wir gerade waren? Nee, ne? Ja. Da rüberziehen können, ne? Da mal durchgehen, dann können wir hier runter irgendwo unten links gehen. Frage, wo das ist, ne? Hinten irgendwo. Gehen wir kurz hier rein. Nee, komm, das machen wir nicht. Gehen wir raus. Irgendwo da hinten sein. Kann ich hier nicht runterjumpen? Eben sterbe ich. Alright. Getting closer. Nicht ganz. On your guard. I'll just thud the jungle.
Bad combination. Aber super clever ist die KI nicht, ne? Let's continue. So. Das wird die, könnte die Pyramide sein. So, off, gefinished. So, da drin wahrscheinlich. Da müssen wir mal rein. Weil wir wieder reinkommen. There must be a way to get this gate open. Look for a lever. Ja, gucken, ob wir hier einen Schalter finden. Garantierten Schalter, das ist ja. Hinter der Pyramide vielleicht? Ah, schon wieder ein Herz bekommen. Aufklären? Was? Hey, Gummischnabel hat wieder mal das Passwort vergessen und den Schalter an der linken Wand betätigt. Dadurch den Weg zu unserem Versteck freigemacht. Keine Sorge, dafür wird er bestraft. Er wird sich um die Eier kümmern, bis sie schlüpfen. Dafür sorge ich. Scharfauge Chip. Hä? Ja, warte mal, was stand da? Was vergessen? Und den Schalter an der linken Wand betätigen und dadurch den Weg zu unserem Versteck freigemacht. Keine Sorge, dafür wurde bestraft. Schalter an der linken Wand, ist die Frage, welche linke Wand hier gemeint ist, ne? Warte mal, ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, was das bringt, aber wir versuchen es mal. Gehen wir da rauf? Mal da rauf? Okay. Hier hoch? Da hoch? Nee, kein Schalter? Nope. Okay. Sieht von hier oben was besser? Links ist er da. Der rechts hier. Also. Okay. Das war eine fette Pyramide, aber es ist wahrscheinlich nicht der Weg dahin, oder? Ja, wir können auch einfach in die Pyramide reingehen, ne? Fight is over. Aber es war ja im unterirdischen Komplex, sagte er, ne? Das hier wird es nicht sein. Okay, haben wir erstmal so einen Überblick hier. Nehme ich gar nicht eigentlich, muss ich zugeben. Eigentlich nur wissen, wo. Ehrlich. Wir müssen einen scheiß Schalter finden. Wo kann dieser Schalter sein? Ja, der hier vielleicht? War klein und unauffällig, der Schalter. Perfekt. Zack. Dann gehen wir nochmal rein ins kleine Sammelsurium, wollte ich gerade sagen. Zack. Das müssen wir auf jeden Fall noch finden hier. Huch.
Wo sind noch ein paar Gegner? Los. This must be the place where they're keeping Iron Talon. Hier haben sie, halten sie Eisenklaue fest. Yes, we must remain. Weil die anderen gar nicht auf mich aufmerksam werden, ne? So. Energiesplitter. Eine geringe Schadenserhöhung. Okay, den müssen wir nochmal einsetzen. Irgendwo noch ein Schalter. Diese Tür ist zu. Okay. Da steht irgendwas. Gerücht zufolge kehrt der Goldjunge des Clownslands, Botschafter Eisenklaue, höchstpersönlich mit dem Emblem der Erde nach Pirta zurück. Du weißt, was du tun hast, der Anführer. Ah. Die Tür auf jeden Fall nicht auf. Gucken, ob wir mal zurückgehen. Noch andere Wege. Links. Oh, da können wir gar nicht links. Das ist nur ein. Muss ich auf die andere Seite kommen, ne? Trotzdem schauen wir uns das mal an. Feuerwehr kaputt. Was bringt uns ja gar nicht so. Da müssen wir hin. Und da drüben müssen wir rüberspringen. Okay. Mal hoch. Wir müssen hier erstmal Feuer benutzen. Nicht verkehrt. Erst nochmal. Zack. Muss ich doch. Und lieber auf die normale Mission zurückgehen, sonst verbraucht man immer zu viel. Was ist denn? Auf diesen Weg. Zack. Guck mal. Ich muss nicht runterfallen. Can be strong and vicious. The fight is over. So. Kann ich aber so rüber, da müssen wir natürlich wieder irgendwas benutzen hier. Aber kann ich hier nicht benutzen, oder? Alter. Den kann man benutzen. Aber wie kriegen wir, warte mal. Komm her. Jen. Okay, da geht die Klappe für auf, das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber leider nicht. Ja. Warum nicht? Kommt man denn da hoch? Wie könnte man denn da hochkommen? Na gut, wir gehen jetzt mal hier längs. Das ist uns ja wichtiger. Den Weg hier frei haben. With this,
We can finally convince the rest of the I-Clan to join us and drive the Talons out of our nation. What should we do with the human-loving Ambassador Iron Talon? Let him be for now. He will prove himself useful in negotiations with the Talon Clan. I'm sure of it. What happened to your Auru honor, Chief? Why don't you give me back the emblem and let me return it to the cocoon? I came here to unify our people, not to continue this senseless fight between brothers and sisters. It is time to start a new chapter. It is time to turn this around and make a change. Don't you agree? Let us do it together. You hear this, Filth Chief? Silence! I will tell you something about honor, Ambassador Iron Talon. When Arcadians took the emblem, they promised to protect Pyrta. But when things started to get ugly, and dire folk marched from the Outlands, guess who gave their lives on the front lines? Keeping the dire folk from burning down the Great Forest. Many of us fell. Some were pierced by their poisonous arrows, but we held the line. When Arcadians finally arrived, it was more about keeping Pyrta under control than protecting us. Under the control of the Talon Clan. Arcadians might not have kept their promises, but times have changed. I was accompanied by 3 honorable knights of Arcadia, whose mission is to ensure the safe return of the emblem. If you stand in their way, the gods only know what Archimedes will send here next. Das klingt spannend. Und das werden wir auch lösen. Und zwar erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.